freue mich auf das Jugendforum, weil dann hier im Hause was ganz anderes los ist. Wir haben dann nicht den üblichen parlamentarischen Betrieb, sondern es geht ein bisschen bunter, schriller und lauter zu. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Berlin etwa 500 türkische Juden, von denen die meisten deportiert und ermordet wurden. War es wirklich nicht möglich, Menschen zu helfen? Jeder von uns hat das Recht, seine Persönlichkeit frei zu entfalten. Und genau dafür gibt es das Jugendforum Denkmal. Niemand gehört irgendwo nicht hin. Das allgemeine Thema war einfach ziemlich spannend und krass. Die haben mich gefangen und wollen mich töten, weil ich den Davidstern trage. Die kleiden uns so, dass sie uns nicht mehr entdecken. Die werden uns niemals entdecken. Auf den Veranstaltungen, wo wir auftreten, die richten sich auch gegen Rechtsextremismus und positionieren sich klar für Demokratie. Das ist Bego, ich bin Elmo. Auf der Tasche vom Beutelstab, meine Kinder werden nur meine Gene aus dem Ohren kommen. Dieses Stück ist der ermordeten Marwa El-Shabini aus Dresden gewidmet, die wegen ihrem Kopftuch erstochen wurde. Ich hoffe, Sie alle, ihr alle hattet einen schönen Abend. Und dann bleibt mir nur noch eins, nämlich die Ausstellung zu eröffnen. Man merkt einfach, auch der kleine Mensch von der Straße kann was tun.